Das Beichtgeheimnis heisst Beichtgeheimnis, weil es ein Geheimnis ist, das mit der Beicht auf engstes verbunden ist. Ich bin der Pater Philipp aus dem Kloster Einsiedeln. Wir sind hier ein Benediktinerkloster und gleichzeitig auch der grösste Wallfahrtsort in der Schweiz. Und ich bin hier seit 11 Jahren Mönch und seit 2014 Priester. Die Beicht, die steht unter dem Beichtgeheimnis. Das heisst, ich darf die Sachen, die mir Menschen hier anvertrauen, nicht weiterverzählen, sondern bin hier an die absolute Verschwiegenheit gebunden. Also da gibt es von Kleinigkeiten, die wir würden als Kleinigkeiten bezeichnen, bis zu ganz massiven Verstößen gegen das Gesetz auch, oder gegen die Treue, gegen die Liebe. Und von dem her ist das ganz individuell, was Menschen mir anvertrauen. In diesen Jahren, seit ich Priester bin, in diesen 4 Jahren, habe ich schon sehr viel gehört, sehr viel auch Erschütterndes eigentlich, wo mich aber auch immer wieder sehr berühren tut, dass Menschen sagen, nein, ich bleibe nicht bei dem Schlechten stehen, sondern ich möchte gerne wieder einen neuen Anfang mit Gottes Hilfe schaffen. Und von dem her ist Beicht nicht nur immer eben etwas, was einen nachdenklich stimmen tut, sondern primär einfach auch etwas, das mir zeigt, der Mensch ist fähig, aus Fehlern zu lernen, Konsequenzen zu ziehen, und er hat einen Willen. Und dieser Wille treibt ihn eigentlich zum Guten an. Es ist nicht immer gleich leicht. Also natürlich gehen einem gewisse Beichten, gewisse Begegnungen, Sorgen, Nöte, eben auch die Schuld, teilweise näher als andere. Aber eben, ich muss einfach auch mir bewusst sein, als gläubiger Mensch, darf ich die Menschen auch im Gebet begleiten. Eben, ich kann nicht alles lösen, aber ich darf sie im Gebet begleiten, das auch ein Stück weit mittragen, aber nachher auch wieder sagen, ich darf sie Gott übergeben. Wenn jemand zu mir geht, beichten und muss Angst haben, dass ich dann das weitermelde, auch wenn es ganz gröbere Verstöße sind, dann verliert die Person das Vertrauen in mich als Priester, aber eben auch in die Institution der Beicht. Sondern das geht unter einer absoluten Verschwiegenheit. Wenn wir jetzt aber eben konfrontiert sind mit dem aktuellen Drama der Missbrüche, wo wieder eben neu ans Tageslicht gekommen sind, Sachen wieder frisch aufgedeckt worden sind, dann müssen wir uns natürlich schon fragen, wie gehen wir verantwortungsvoll mit dem Beichtgeheimnis um. Von dem her bin ich nicht verpflichtet, als Beichtvater jemandem die Absolution zu geben, also die Lossprechung Gottes zu sprechen, wo nicht bereit ist, das Unrecht, das er gemacht hat, wieder gut zu machen. Und dazu gehört eben im Fall von einem Straffall einfach auch vor dem Gesetz, vor dem Staat zu dieser Schuld zu stehen. Sich dort um Gerechtigkeit zu bemühen. Und darum kann ich als Beichtvater, wenn jetzt etwas ganz Massives ist, kann ich auch sagen, ich kann dir erst dann die Lossprechung geben, wenn du dich bei der Polizei melden tust. Für mich selber ist es wichtig, dass ich möglichst authentisch bin. Das heisst, dass bei mir jeder sollte wissen, was es ist. Aber natürlich heisst das nicht, dass ich im alltäglichen Leben nicht kleinere Geheimnisse müsste haben, die irgendwie für mich selber von Bedeutung sind, wo ich nicht gerade die grosse Glocke hängen muss. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist befreiend, nicht allzu viele Geheimnisse vor anderen Menschen müssen zu verbergen. Kein Geheimnis müssen haben, das bedeutet für mich persönlich Freiheit. Ich darf so sein, wie ich bin. Ich werde so angenommen, wie ich bin. Und das heisst für mich eben authentisch leben und gleich zu wissen, ich bin angenommen, ich bin geliebt.